Ach du Scheiße, ich kann ja gar nicht mehr zurück. Jetzt starten wir direkt da. Ich habe eigentlich vor, die woanders abgespeichert, aber... Oh oh. Oh oh. Lass mich rein. Türe zu. Link. Ich frage mich, was das jetzt gerade war. Ah, dann, da ist das Funkgerät. Was soll denn das jetzt? Alter. Waylon, you couldn't just keep your mouth. Ich kann nichts machen. Do me a favor and die here, Park. Was war das? Oh oh. Oh oh. 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 Der Fettsack, der ist ja auch noch da, ey. Wow. Wohin? Ja, scheiße, wo ist er? Oh. Ich hätte jetzt ernsthaft nicht gedacht, dass der Fettsack hier auch noch auftaucht. Ja, der lebt ja noch. Nee, jetzt habe ich diesen Fettsack auch noch am Hals, genau da. Ist der dann eigentlich immer noch da? Nee, der ist jetzt einen anderen Weg gegangen, ja. Ja, Mist, ich dachte, das wäre jetzt bald vorbei, das Spiel, ne? Aber wie es aussieht, geht's da noch weiter. Da ist wieder Mr. Hitman. Ja. Notizen. Es gibt mathematischerweise, wenn du 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Aber wenn du Kurse Unendlichkeit aufhörst, dann hast du... Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei ein... an... was? Okay. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie diese Orden einem Irrenhaus ähnelt, schreibt, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie könnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moral gehen, dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen. Ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitwischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Ja.
Ja, und wir haben jetzt natürlich so einen Fettklops wieder mal am Hals. Du, WNT. Du want. Nee. Ach, ist das nicht der Priester, der uns bei also bei dem ersten Teil entführt? Ich glaube ja, ne? Und ich muss natürlich wieder darunter. Hier, glaube ich, geht es nicht. Da ist aber wieder ein Pfeil hoch, ne? Da komme ich bestimmt später dann durch. Ist das ätzend? Ich will aber da nicht runter. Ich will... Ach, nö. Exit, das hat. Kann ich da aufmachen? Nein. Ein Dokument. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr zu lesen. Ja, oh, das ist immer so viel. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Ja, ihr Arschlöcher, ich will nicht auf das Golfen. Nee. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Projekt Wallrider mal angeschaut. Und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Schwangerschaften erlitten. Ja, die natürlich zu Fehlgeburten gekommen sind, weil die irgendwelche Monster zur Welt gebracht haben. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Bla bla bla. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer, unter den Teppich zu kehren. Na ja, ja, okay. Ich hab genug gelesen. Ja, ich gehörte euch. Ich kann mich hier verstecken. Ja, ich würde euch gern helfen, aber ich kann leider nicht. I'm so sorry. Ich muss euch leider da zurückleisten. Ich kann euch leider nicht die Türe öffnen. Also, hello? Wieso habe ich das Scheißgefühl, dass da gleich was kommen wird? Ich muss mal ein bisschen leiser machen den Ton, weil sonst erschrecke ich mich später. Okay, also hier kommen wir ja nicht durch. Da hat dieser Typ hier Platz gemacht. Was mich verwundert, ich finde gar keine Batterien mehr, obwohl ich eigentlich noch 7 habe, aber ich habe die ganze Zeit keine Batterien mehr gefunden. Ah, ist da eine? Doch, eine Batterie. So. Wenn man davon redet gerade, ne? Sonst ist ja da nichts mehr. Dann ist nichts. Okay.
natürlich ist es da dunkel. Oh oh. Also irgendwie hat er mich, glaube ich, gerade gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hinrennen muss. Ich renne jetzt einfach mal irgendwo lang. Renn doch, spring doch rüber. Hallo? Ja gut, ich spiele ja nicht das normale Outlast, ich spiele ja dieses Whistleblower-Dings da. Da kam dieser fette Typ ja auch schon vor, wo ich nicht leiden konnte. Aber jetzt bin ich draußen. Ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt da rauszukommen. Und ohne Scheiß habe ich den Fettsack überlistet. Ich hoffe mal, ja. Weil das Gute ist ja eigentlich, da draußen kann man sich ja fast nicht verstecken, ne? Oder muss ich jetzt da wieder rein? Oh nö. Da funkelt doch was. Nein, das ist... Ach, da ist Strom drauf. Nun? Nö, hier kann man nicht weiter. Oh, also ich sehe ja nichts. Irgendwann rechts. Ja, wieder. Nee. Also hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, ich muss wirklich wieder da rein. Hallo. Nochmal. Ich frage mich nur, warum ist das Bild so komisch auf einmal auf der Kamera? Ist die Kamera jetzt kaputt oder was? Da sitzt hier einer. Der hat sich versteckt. Das will ich, glaube ich, auch tun. Ich muss bestimmt nachher wieder irgendwas in Hektik irgendwas wegschieben. Spring doch raus! Oh, jetzt habe ich gerade einen Schock gekriegt. Mein Herz. Über den Knien unter dem Nabel auf Glaskins Tisch mit Messer und Nadel zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien unter dem Nabel auf Glaskins Tisch mit Messer und Nadel zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut er sich ein Frauchen. Ah, das war alles. Ah, ein schönes Gedicht. 5000 Mal dasselbe, aber ja. Die Frage ist jetzt, muss ich jetzt wirklich da rein oder komme ich jetzt auf. Das nicht das? Nee, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Doch, natürlich war das die Tür. Hä? Was bringt mir das jetzt, wenn ich die ausschiebe? Oder muss ich die zuschieben?
Was bringt mir denn das, wenn ich die jetzt aufschiebe? Komme ich ja auch nicht weiter. Bin ich ja wieder hier drin. Nee, ernsthaft? Irgendwie hat er ein bisschen Probleme, durch die Fenster zu gehen. Also ich muss eigentlich doch, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, was bringt mir denn das? Ach, ich mach's jetzt einfach mal. Vielleicht bringt's ja doch was. Keine Ahnung. Ach so, gedrückt halten. So, nun. Wow. Das hat's jetzt echt mega gebracht. Nee, vielleicht kann ich mich ja. Oh, Scheiße, ich kann das ja nicht mehr zurückschieben, ne? Nö. Fuck. Vielleicht war das doch ein Fehler. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss wirklich hier unten durch. So wie das aussieht. Hat jemanden gehört? Ach, sieh an. Da oben ist jetzt ein Loch. Batterien wechseln. So. Bin ich bei der Kirche? Nee. Nochmal ein Dokument. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. So kam jetzt gerade so eine komische Musik. Du, ne? Ja, scheiße. Das ist auch eine Batterie. Ich frage mich echt, wann es überhaupt mal Tag wird da, ne? Ich bin ja schon sehr lange hier drin unterwegs und es wird einfach nicht Tag. Da ist auch zu. Bin ich wieder irgendwo drin? Oh.
Da war irgendwas. Hallo. Gut. Stecken bringt jetzt auch nichts. Ich meine, was soll ich machen? Ja, das sieht ja ein bisschen pervers aus, was der da macht, ne? Mir geht's gut. Und dir? Alter, der holt sich da einen runter vor diesen Leichen. Ich glaub's nicht. Komm zu Papa. Also, ja, das habe ich jetzt echt mal schön auf Kamera aufgenommen, ne? Da die Selbstbefriedigung der Leichen. Ich weiß nicht, was bei dem geht. Soll ich das wegmachen? Nee, ne? Scheiße. Jetzt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diesen Hebel ziehe? Geht da irgendeine Tür hier auf? Nee. Kommt da jetzt jemand rein? Der schreit da richtig rum, ey. Scheint niemand zu kommen. Schreit denn der da jetzt hier so? Nee. Also irgendeiner schreit hier doch. Ah, ich habe jetzt die Sicherung von diesem... Ah, von dem Tor da ausgeschalten. Hello. From UK. Wollt ihr mich verarschen? Der Strom ist noch da. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun. Außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die vernünftige Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen, aber mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn! Und Menschlichkeit beherrschen diesen Ort. Ja, das ist wohl wahr. Was auch immer und immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten? Fragezeichen? War da vorhin auch schon eine Blutspur?
Nee, ne? Der Typ ist weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, was machst denn du? Ich sehe nichts. Ah. Oh mein Gott, der ist mir voll auf den Fersen. Ich weiß nicht wohin. Mach doch die Türe zu, schnell. Ah. Oh. Ja, okay. Ja, wie entkomme ich dem denn jetzt? Oh, was machst denn du? Ich will doch... Man kann nicht mal die Türe richtig schließen. Das heißt, wenn ich jetzt da durchgehe, kann ich jetzt da durch eigentlich? Schließ doch, schließ! Oh mein Gott! Habt ihr das jetzt gesehen? Ich bin jetzt irgendwie gerade einfach hinein teleportiert. Ein Hoch auf die Spielfehler. Weg damit. Hallo? Nochmal. Jetzt links oder rechts? Ins Dunkle oder ins Helle? Gute Frage, ne? Also ist auch nicht besser. Oh oh. Scheiße. Da kommt wieder der... Dieser scheiß Geist kommt dann wieder. Oder? Ein langer Gang und eine Tür. Auf. Keine Batterie. Ich ihn jetzt da runter.
kommen nirgendwo raus. Hier hoch. Nee, oder? Ah. Ach, da war ich doch vorhin schon, ne? Meine Hände so schön. Es wäre so einfach, ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Ja gut, ich bin ja schon ein paar Mal gestorben, ne? So zur Info. Noch eine Batterie? Nee, ne? Ja, und das alles natürlich barfuß. Ich weiß jetzt nicht, was er da oben will, aber ich mache jetzt mal die Tür zu. Nein, das ist Whistleblower. Das ist ein Erweiterungspack von Outlast. Der zweite kommt irgendwann erst noch. Das ist sozusagen die Geschichte vor Outlast. Warum Outlast wie Outlast ist, sozusagen. Naja, also das, ja gut, ist schon ein Stückchen. Ne? Dunkelheit. Frage ist nur, wie lange das jetzt so ruhig bleibt, ne? Wenn ich jetzt da weitergehe, dann gehe ich, glaube ich, einmal im Kreis. Ne, da geht's auch nach oben. Kann ich auch raus? Wunderschöne Berge, wunderschöne Aussicht, alles grau, neblig. Darüber muss ich jetzt springen. Was war da unten in dem Fenster noch? Nee, wo war denn das? Fenster. Was ist das?
offen. War doch noch ein Fenster hier irgendwo. Wie jetzt du? Ach nee, das war das. Ah, okay. Okay. Dann halt nicht. Ja, bei so einem Spiel kann man sich mal vergucken. Da wird man selber irgendwann irre und paranoid. Und er hat immer noch Probleme, aus dem Fenster zu gehen. So, das heißt, wir springen jetzt hier rüber. Nein, 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 nein. Nein! Da kommt doch gleich was. Don't need any sisters. Maybe some girls have any blood. You ain't old enough to be worried about it. We have worse problems. Grow some hair on your back, then we talk about girls. I hear something, I swear. Everybody, bin ich denn hier? Kann ich auch nicht wegschieben, ne? Nee. Hä? Ach so. Oh. Ich will da nicht durch. Jetzt bin ich in irgendeinem Haus. Naja, zumindest ist der Fettsack weg. If we did, he could be our goat. What in creation are you talking about? He just likes to hear himself talk. We need a goat. There's reason here to bear our guilt. Our gender. A small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin? That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You'd make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Hey. Die Stimmen kommen irgendwo her. Thank you.
Ich hasse Dunkelheit. Ich hasse sie. Ja. Jetzt bin ich eingesperrt, hm? Ah, nee. Oh mein Gott. Weiße Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Das Gefühl, dass jetzt gleich nichts Gutes kommt. Quiet! If they catch us, you give us to him. The man downstairs. Bad. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Ist hier so ein bisschen, ja. Ach so, ich muss das wegschieben vielleicht. Komme ich nicht da rein? Aha. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Noch keine Ratte. Und nun? Bisschen laut, ne? Aha. Ich auf der anderen Seite. So geht's hier weiter. Verschwinde.
frisch geworfene Opossum sein Winter Pink Taubling sucht eine Opossum-Titte. Ach, nein. Die Frage ist, wer ist denn das jetzt? Und was habe ich mit denen zu tun? Ich will doch einfach nur hier raus. Eine Leiter? Oder wie? Nee. War so klar. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das so blau? Was ist denn da, wenn ich da durchlaufe? Auf der anderen Seite komme ich, glaube ich, nicht durch. Doch. Ne, da bin ich hergekommen, ja. Ja, so muss ich doch da durch. Das ist ein reinstes Irrenhaus hier. Wirklich mit, ich habe echt keinen Bock mehr. Weil vor allem, es ist die ganze Zeit so ruhig. Nichts passiert. Ich habe echt lieber, dass etwas passiert, als wenn gar nichts passiert. Weil ich dann genau weiß, es wird irgendwas passieren. Ich muss da hoch vielleicht, ne? Ach, seh mal an, da sind ja Fußspuren. Ich kann natürlich nicht... Da hoch, oder was? Hm.